Hi, na, willkommen zurück zu Bootdraft. Leute, wir müssen nochmal gucken, was wir hier so tun können. Also, ich möchte ja Wasser sammeln und das geht mit der Dose nicht. Ja. Ich mach nochmal die Regenwolke her. So. Kaziksto. Platz. Auf dem Obersackplatz werden die Sturmböen noch. Ja, das weiß ich. Zick. Sto. Platz. Meteoriteneinschlag vor. Nein. Okay. Kazik. Sto. Platz. Ein großer Meteoriteneinschlag wird auf dem Obersack. Okay, das ist okay. Das heißt, ich mache jetzt mein Turbozoon nochmal kurz aus. Dann werde ich hier speichern, sodass ich schnell hier, nee, nicht rückgängig, sondern wirklich speichern. Ja, ich habe das tatsächlich vor, Woodruff, tu's. Damit ich jetzt eben schnell immer wieder neu starten kann hier, sollte ich hier Quatsch machen. Also ich glaube, das mit der Dose ist schon mal nicht schlecht. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Lokal ist mit einigen Niederschlägen. Ja, ich hoffe mal, ich habe die nötigen Gegenstände, aber ich wüsste jetzt nicht, was ich sonst noch machen sollte hier. Wir haben ja diesen komischen Schlüssel gekriegt, da habe ich bisher auch keine Verwendung für und ich habe auch im Hinterkopf nichts mehr. Wir können auch nicht einfach das Wasser nehmen, was bei dieser Kneipe ausgeschenkt wird. Wäre ja noch einfacher, aber geht leider nicht. So, dann packen wir mal hier die Dose auf das Kreuz und dann versuchen wir mal das hier. Kann ich den Hut da reinstecken? Es muss doch möglich sein. Der hat auch so eine Trichterform, oder nicht? Ist das nicht irgendwie drin? Ja, geil. So, warte mal, kann ich den... das ist alles nicht gut. So, ich lade noch mal hier. So, das heißt, noch mal triggern. Lokal ist mit einigen Niederschlägen. Ja, die Niederschläge nehme ich gerne mit. Dann nehmen wir noch mal die Meteoruhr und malen unser Kreuz hier auf dem Boden. Gerne. So, dann versuche ich jetzt mal den Trichter hier einfach hinzustellen. Geht das nicht auch? Ja. Ach, er fällt gar nicht um. Hier diese Lutschhülse, dann ist okay. Ja. Ich hätte gedacht, den müsste ich in eine Dose packen und dann alles so ein bisschen wie so eine, wie so ein Schokoladenwasserbad dann fertig machen. Ja, gut. Aber schauen wir mal, ob das jetzt was wird. Ein Hut. Ja, es funktioniert. Der Hut ist H2O-Hut. Nice. Wir haben jetzt einen schönen Hut voll Wasser. Ah. Und fast ohne Hilfe. Ey, tut mir leid, aber auf einige Sachen kommt kein Mensch. Echt null. Das Problem bei diesem Spiel ist einfach, bei vielen Dingen brauchst du einfach Items, von denen du nicht weißt, dass sie überhaupt existieren. Und dann wird das in jedem Bildschirm so ein richtig fieses Pixel-Hunting. Und das macht nicht so wirklich Spaß. So, dann holen wir uns mal jetzt die Zeitsilbe. Da schütten wir mal richtig schön das Wasser in die Figur. Nee. So, hier rein. Habe ich noch Wasser? Ja. Okay. Dann machen wir das mal so. Nice. Funktioniert sogar. Und jetzt. Okay. Gehört das jetzt? Ja. Herrschaftssilbe und Zeitsilbe. Jetzt haben wir zwei Sachen. Jetzt können wir hier was kombinieren. Nee, aber dafür fehlt uns noch eine. Ja. Okay. Was für einen Mehrwert haben wir jetzt noch gekriegt? Wir haben jetzt einen Schlüsselbund. Mit einem super Bootzugschlüssel, wo ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht mehr weiß, wofür der eigentlich gut war. Ich gehe gerade im Kopf so ein bisschen durch, wo wir jetzt nicht weiterkamen. Ja. Eigentlich kamen wir nirgendwo leider nicht mehr. So, ich glaube, das Prothesengeschäft haben wir uns auch noch nicht angeguckt.
Mikrofon der Sekte, da ist auch noch was. Davon hätte ich gern ein paar. Sofort, der Herr. Mit dieser Brille sehen Sie das Leben mit ganz anderen Augen. Jetzt haben wir eine Brille, oder? Ach so, guck mal. Hemdsbrust und Brille. Ja, vielleicht kommen wir damit ja schon in den Club der guten Leute rein, oder nicht? Ne, könntest du ja noch nicht mal anziehen. Was ist mit dem Mikrofon der Sekte? Ja, ich weiß doch auch nicht, was wir damit machen sollen, Woodruff. Wär doch mal kreativ. Können wir hier irgendwie Benzin reinkippen? Nee. Ich wollte jetzt eigentlich so ein bisschen rumtrommeln mit dem Ding, aber... So, dann können wir das versenken? Nee. Was ist denn mit dem Schlüsselbund? Geht der mit dem Mikro? Was ist denn mit dem Schlüsselbund? Wofür soll der sein? Porträt des Obersachs. Ist der ein Dreckskerl, der meinen Teddy kalt gemacht hat? Dich krieg ich! Ja, Hard Feelings sind auch berechtigt. Werbeplakat, Werbeplakat. Ja, man fühlt sich auch so ein bisschen verleitet, die Dinge zu machen, die man schon mal sowieso getan hatte. Ja. Ja. Aber das bringt uns ja auch nicht wirklich weiter. Hiermit kann ich auch nicht mit irgendwas interagieren noch. Das ist das mit dem Geschmacksweisen, Gesundheitsweiser. Können wir auch gerade nichts machen, glaube ich, oder? Was steht denn beim Kraftweisen an der Tür? Ich bin beim Sultan. Unterschrift? Der Weise der Kraft. Kriege ich den irgendwie wieder stark? Buzug-Formeln. Ah, okay. Warte mal. Licht sind Nins, Nins. Habe ich schon? Ist das Nee, ne? Oh, warte mal. Nee, das ist eine andere, ne? Ey. Ey, komm, warum nicht, ey? Schuiz! Schuiz! Die Kombination bringt's nicht. Schade. Gibt es da vielleicht sonst noch was? Was ist denn mit Zeit? Für Zeit brauche ich noch eine andere. Auge, Kraft. Ich muss irgendwie diese Silbe hier kriegen. Aber woher? Herrschaftssilbe, Zeitsilbe. Können wir mal mit dem Benzin machen? Mit Benzin wären wir ja auch nicht mehr froh, nicht wahr? Ah ja. Was ist denn hier? Weiser der Fruchtbarkeit. Kann ich hier irgendwie was dem aus dem Busch klauen oder so? Nee. Kann ich? Warte mal, wenn ich mit dem Begabungsweisen nochmal rede, der da seine komischen Sachen verkauft. Vielleicht finde ich ja noch die Erleuchtung, wenn ich nochmal einfach mit dem geredet habe. Wir haben eine Silbe, haben wir. Eine Silbe haben wir. Aber wo sollen die denn auch herkommen? Wir haben jetzt einen Zeitsilbengenerator uns angeguckt und damit hat das wunderbar prächtig funktioniert. Aber das kann doch nicht immer so sein, oder doch? Kann ich den Trockenbrunnen einfach wieder nass machen und dann geht das auch? Was ist denn, wenn ich jetzt einfach hier ein bisschen H2 in den Springbrunnen... Wenn ich das einfach hier reinschütte, was passiert denn dann? Ich meine, lass uns mal auf den Versuch ankommen. Ja, er macht's. Jetzt haben wir hier Wasser drin. Ein Tropfen Wasser. Aber dafür gibt es eine Menge guter, fetter Erde. Okay. H2O-Hut. Ich habe Ihre Frau gesehen. Sie wartet nur auf Ihre Rückkehr. Ich glaube Ihnen gerne. Aber ich kann dort nicht zurückkehren ohne meine Künstlersilbe. Das ist eine Frage der Ehre. Sie haben keine Ahnung, wo sich Ihre Silbe befinden könnte?
Sie wurde vielleicht zensiert oder konfisziert. Wissen Sie, die Menschen haben unsere Kultur stark geplündert. Ja. Und warum suchen Sie Ihre Silbe nicht, anstatt diesen Krimskrams zu verkaufen? Wissen Sie, es gibt Orte in dieser Stadt, wo Sie nur schwer hereinkommen. Also stellen Sie sich mal einen Butzuk wie mich vor. Alles klar. Ich habe Ihre Frau gesehen. Sie... Ich lass es mal auf den Versuch ankommen. Was ist denn mit dem Club der guten Sitten? Wenn ich irgendwo eine Künstlersilbe herkriege, dann da. Dieses Gelache da im Hintergrund. Oh, ey, danke, dass ihr hier mit mir mitmacht, ne? Ich kann mir vorstellen, dass das hier außer mir niemand mag. Aber das ist okay. Das ist okay. Das ist in Ordnung. Können wir denn nochmal ein Foto von uns machen eigentlich? Ich meine... Ich wüsste ja noch nicht mal, wie ich das Foto... Und ach so, wir brauchen ja auch noch den amtlichen Behälter für Atemluft. Habe ich auch nicht. Ist dieser Hut ein amtlicher Behälter? Nee, das habe ich schon mal versucht. Ich glaube, das habe ich... Du brauchst einen Stuhl, um diesen Protophoton zu benutzen. Kann ich dann... Warte mal, ich versuche jetzt einfach mal mich einzukleiden hier. Nice. Und jetzt? Ja, und was ist mit dem Pinsel? Ich muss die Accessoires in der richtigen Reihenfolge anlegen. Ah, okay. Was ist denn die richtige Reihenfolge? Wir haben ja genug jetzt. Man braucht einen Stuhl, um diesen Protophoton zu benutzen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal den Pinsel. Bevor ich die Accessoires anlege, muss ich erst gut angezogen wirken. Okay, alles klar. Das heißt, wir fangen an mit der Hemdbrust. Dann malen wir uns an. Ich muss die Accessoires in der richtigen Reihenfolge anlegen. Okay, zu Deutsch, wir haben noch nicht alle. Ja, das heißt, wir haben erstmal probiert, Pinsel als erstes und Brille als erstes. War beides irgendwie nicht richtig, weil wir den Pinsel nicht unterkriegen. Ja, es sei denn, man braucht nur Pinsel und... Aber ich brauch doch... Bürger, um Clubmitglied zu werden, muss man anständig und würdig gekleidet sein. Na... Aber sind wir das denn nicht? Ich bin doch anständig und würdig gekleidet. Ich hab Schuhe an. Um mal ehrlich zu sein, ich glaube, Woodruff ist auf jeden Fall anständiger und würdiger gekleidet als ich hier gerade. Aber so ist das in Zeiten von Corona. Man braucht einen Stuhl, um diesen Protophoton zu benutzen. Die Stimme von ihm geht mir halt auch ein bisschen auf den Zeiger. Ist das nicht anständig und würdig genug? So, dann hauen wir mal einen Stuhl hier rein. Ist das ein würdiges Foto? Hässliches Foto. Okay. Ich nehme einfach mal das hässliche Foto und pack das da in den Club der guten Sitten. Vielleicht kann ich das unter der Tür durchschieben und dann lassen sie mich rein. So läuft das doch. Zumindest an der Uni lief das immer so. Aber was ist mit dem Rest, den wir noch dabei haben? Oder hat das Spiel mir wieder ein paar Items gefressen? Man weiß es ja nicht. So, nehmen wir mal das hässliche Foto. Ich hatte wirklich für eine Sekunde gedacht, er bückt sich jetzt, um das Foto da drunter herzuschieben. Trugschluss. Einfach astreiner Trugschluss. Ja. Offenes Ende, was wir immer noch haben. Der Schlüssel. Was machen wir mit dem Schlüssel? Da in diese... Röhre in dieses kleine Häuschen können wir ja sowieso nicht rein. Lässt man uns auch nicht. Kann ich hier die Spielzeugfabrik öffnen mit dem Schlüssel? Habe ich den Schlüssel noch? Mit Tür. Benutze Schlüssel mit Tür. Immer gut. Tu nicht so, als wäre das eine blöde Idee. Ist ein Butzugdrachen. Nur Scheibe einschlagen und mitnehmen. Ich würde doch gerne. Oder ist die Tür mittlerweile aus? Auf. Nee, geschlossen. Ah! Säufergasse. Butzugtafel ist cheap. Nee, das ist alles Unsinn hier.
Ich kann mit nichts interagieren in diesem Bums. Ne, Federn nehme ich nochmal nicht mehr. Ich habe das Gefühl, es sind die Federn, die ich zu viel mit hatte, die mir den Flaschenöffner hier überschrieben haben. Na, ich habe keine Ahnung.